Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von AZTV. Der frühere FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist Deutschlands bekanntester Steuersünder. Seine Millionenvergehen, die 2013 bekannt wurden, hat die Menschheit aufgeschreckt. Seitdem ist die Zahl der Selbstanzeigen, mit der die Steuersünder versuchen, einer Strafverfolgung zu entgehen, deutlich gestiegen. Im Landkreis Uelzen wurden im vergangenen Jahr 25 Steuersünder oder beauftragte Steuerberater für ihre Mandanten beim Finanzamt vorstellig, um eine Selbstanzeige aufzugeben. Die Geschäftsführung der Metronom-Eisenbahngesellschaft und der Betriebsrat haben sich vor dem Amtsgericht Lüneburg zu einer Anhörung getroffen. Der Betriebsrat wollte feststellen lassen, ob die Geschäftsführung bei der Einteilung seiner Lokführer in Schichten gegen das Arbeitsgesetz verstößt. Im Fokus der Verhandlung stand ein Wochenende im August. Mehr zu dem Thema morgen in der AZ. An den deutschen Winter müssen sich Wissam Al-Hilali und die anderen Bewohner von der 4 Wochen eröffneten Flüchtlingsunterkunft in Stadensen wohl noch gewöhnen. In seinem Zimmer hat der 24-jährige Iraker die Heizung voll aufgedreht. Es ist beinahe 30 Grad. Hier in Stadensen ist das Ganze in Ordnung, nur ein bisschen klein und abgelegen, erzählt der junge Mann in fließendem Englisch. Die AZ warf einen Blick in die Unterkunft und berichtet morgen von den Eindrücken. Wir schauen uns noch das Wetter an. Tief Emma zieht nach Südosten, sagt unser Wettermann Zacki. In seinem Bereich kommt es am späten Nachmittag in unserer Heideregion erst zu Schneeregen, dann zu Schneefall. Vormittags können wir uns aber noch über bis zu 2 Stunden Sonne freuen und maximal 3 Grad. In der Nacht erwartet uns längere Schneegestöber und streckenweise erhebliche Straßenglätte. Fahren Sie also vorsichtig. Die Temperaturen rutschen dabei auf 0 Grad ab. Das war's mit AZTV für den heutigen Mittwoch. Wir sagen Tschüss und bis morgen.